Hallihallo Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin wieder da mit meinem Eis und mit meinen Lieblingsleuten Vardrak und Suki. Hi. Hallo. Wir spielen wieder Stardew Valley. Wir warten noch auf einen anderen Spieler. Ja, ich habe ja schon auf OK gedrückt. Ist gut. Morgen. Sunny Day. Okay. Oh, hier ist so viel Gras. Hallo Fox, ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, Pierre. So, zu Pierre werden wir nachher auch gleich mal gehen. Ihr seht dort, einige Felder werden jetzt wieder kaputt gehen. Das ist normal. So viel Werbung im Briefkasten, das ist ja Wahnsinn. So. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Vor lauter Schreck. Ich gehe erstmal zu den Tieren. Wenn dir langweilig wird, darfst du immer die Farm aufräumen, aber... Naja. Ich muss ja sowieso nochmal bei den Tieren ein bisschen den Hammer schwingen. Ja. Also wir machen keinen Gewinn, wenn wir die Barren transmutieren. Nee, machen wir auch nicht. Wäre sonst ganz witzig. Katze streicheln. Das behinderte Evoli. Vulpix. Mein Evoli. Gestern haben wir sehr, sehr viel angepflanzt. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Heute geht es darum, weiter zu planen, weiter zu denken. Was machen wir denn eigentlich? Noch mehr anpflanzen. Eigentlich wäre es gut, einen Baum zu haben. Wir haben einen Baum, der trägt dann im Sommer. Der muss einfach hochwachsen. Wir müssen mal gucken, dass wir um den Baum ringsherum frei halten, damit er wachsen kann. Ich weiß aber gar nicht, ob man einen Weg daneben pflanzen darf. Ja, sollte gehen. Weil sonst setzt man nämlich einfach Weg daneben. Ist verschlossen. Geöffnet um 9. So, wir gehen dann. Wir warten mal ganz kurz hier. Und dann können wir um 9 shoppen gehen. Ich möchte bitte. Ich glaube 6 Grasstarter reichen aus. 6 Grasstarter, okay. Sollten ausreichen bei der Menge Tiere, die wir haben, geht das noch. Okay, 6 Grasstarter bekommst du. Knoblauch haben wir nämlich noch gar nicht. So. Dann nehmen wir uns mal 8 Stück mit, um die um einen rum zu machen. So, dein Baum ist auch eingegrenzt. Den Katalog für 30.000, den könnten wir dann mal nehmen. Und so, Baum ist eingegrenzt. Sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir einfach noch ganz viele Blumenkohlsaaten kaufen. Ja. Wo auch immer für das Geld da ist. Blumenkohl. Ganz viel Blumenkohl. Und dann hau raus. So. Dann können wir unser Feld nämlich voll mit Blumenkohl setzen. Das wird nach 13 Tagen ein Fest des Geldes. Hätte ich gewusst, dass wir so abgehen mit unserer Feldplanung, hätte ich tatsächlich auf dem Wintermarkt gleich mehr von den Blumenkohlsaaten und auch für die von den anderen Jahren gekauft, von den anderen War das Feld nicht fertig, bevor du das gekauft hast? Nee, der Wintermarkt war vorher. Aber ich bin doch so ziemlich früh schon ziemlich ausgerastet hier bei dem Feld. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall weniger gekauft. Ich habe nur 100 ungefähr gekauft. Weil ich nicht dachte, dass wir so viel machen. Aber ich habe bei uns auf dem Spielstand auch, bin ich auch schon ziemlich ausgetickt. Und habe halt 2 komplette Unimo-Flächen schon mal fertig gebaut fürs zweite Jahr. Ja, wenn man halt Unimo hat. Es sind noch kein Unimo hat da, aber ich habe schon mal die Flächen und in der Mitte das Fünferfeld momentan noch als Feld. Auf meinem einen privaten Spielstand habe ich ja super strukturiert alles auf die Unimo hat ausgelegt. Und da habe ich, glaube ich, 6 Unimo-Huts. Und das ist heftig, sage ich euch, Leute. Hast du die Grasstarter mitgebracht? Ja, packe ich dir hier unten gerade in die Kiste einfach rein, wo die am nächsten dran steht. Da kann ich die Mini schon anpflanzen. Und jetzt kann ich nämlich... Achso, ja, doch, ist richtig.
Die anderen sind einfach nur einen Tag schon länger gepflanzt. So. Die sollten reichen für dieses Feld, auf jeden Fall. Nein! Oh, Gottes Willen. Das war nicht geplant. Egal. Sollte trotzdem ausreichen. Und da wir da drüben das ganze Feld voll mit Kaffee machen wollen, machen wir da jetzt erstmal einen Spalter. So, wir haben noch 26 übrig. Die 26 packe ich in die Saatenkiste. Das ist eigentlich ganz gut, mal ein bisschen was übrig zu haben. Oder? Nee, wir haben da hinten noch so viele kleine Sprinkler. Die mache ich damit rein. Also Feldfläche haben wir, das ist ganz gut. Ja, und weil alles, was wir jetzt anpflanzen, bringt uns auch bald Geld. So. Um den hier wollen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, na gut, dann halt nicht. Ich habe das sehr Flickenteppich gemacht, das war nicht so geplant, dann eben nicht. Warum, Fox? Warum? Okay, jetzt. Weil ich dumm bin. Baum killen? Okay, gut. Eine Baumfarm übrigens habe ich ja schon angefangen, hinten am... Ja, unten. Bei den Zügen. Achso, ja. Ja, wir brauchen halt eine Menge... Und, aber das sollte man mit einer mittleren Baumfarm halt trotzdem noch hinkriegen. Also, man muss jetzt nicht so professionell auf Zap gucken. Weil man kriegt ja pro Baum auch eine Menge. Ja, so ein bisschen was hier. Ja. Und wir haben halt hier unten, unten links auf unserer Farm halt auch noch so viel Platz. So. Und jetzt haben wir ein bisschen zu viel, aber das passt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt schon. Da habe ich zwei Felder zu viel gemacht. Das ist nicht so schlimm. So, die Sachen werden auch noch richtig viel Geld bringen, alles. Ich glaube, wir werden dann bald in Geld schwimmen. Nee, werden wir nicht, wenn wir erstmal das ganze Zeug upgraden wollen. Und wir haben jetzt sogar schon Zugriff auf Iridium-Qualität. Ja. Durch dich. Stimmt, das ist ja dann 25.000 pro Stück. Richtig. Also wir werden das Geld schon irgendwie loswerden, so ist nicht. Das ja. Das hoffe ich doch. Ich bin gleich mit meinem Eis fertig, dann kann ich auch durchweg spielen. Wie sieht es eigentlich im Gewächshaus aus? Wächst da was? Wir brauchen nur noch eine Baumfrucht. Richtig, wir haben noch ein Gewächshaus, da war ja was. Also entweder wir finden noch eine oder dann am ersten Sommertag sollten wir die haben und dann am zweiten Sommertag haben wir dann das Gewächshaus. Ich bin so gewohnt, dass das Gewächshaus schon fertig ist, deswegen. Oh je, das schaffe ich nicht mehr, ne? Nee, ich habe heute ein Mining-Level gekriegt. Ich muss morgen noch zu Sandy. Was verkauft sie denn für den Frühling? Wie, was für den Frühling? Na, welche Baumfrüchte sind, welche Feldfrüchte sind denn für den Frühling von Sandy? Von der Rote Wüste? Beete? Keine Ahnung. Nee, Beete sind erst später. Grünkohl, Kartoffel, Blumenkohl, Knoblauch. Ich weiß nicht, was sie nämlich verkauft. Ich wusste gar nicht, dass sie die Sachen, verschiedene Sachen verkauft, je nach sie Jahreszeit. Hat, das sie hat für jede Jahreszeit. Im Herbst ist es die, die Beete. Im Sommer sind es die, die Sternfrüchte. Verkaufen sie die Sternfrüchte nicht immer? Ja, sie verkauft die Saaten immer, aber die wachsen nur in einem bestimmten Saison. Ach so, ja, Saison. Deswegen, ja. Und ich überlege gerade, was das ist, was im Frühjahr wächst. Keine Ahnung. Ich versuche gerade alles Unkraut möglichst zu finden, zu eliminieren. Ja, und ich hacke gerade alles an Stein und Holz weg. So. Ich hacke schon wieder so voll gemüllt. Die Kiste ist voll gemüllt. Na, dann räumen sie doch mal auf. Hey, ich habe gerade die Secret Note gekriegt zum Thema Junimo-Plüschtier. Hast du das nicht schon? Ja, habe ich schon. Witzig.
So, gehen wir mal da rein und holen uns mal wieder Pilze ab. Ein Pfifferling. Ich mag Pfifferlinge, auch wenn die nicht so aussehen. Also nicht die bei uns in Deutschland. Vielleicht sind die in Amerika anders oder so. Na, fällt dann langsamer, hab ich das Gefühl. Nee. Aber auf Wegen läufst du schneller. Das erklärt einiges. Ja. Suki, bist du noch da? Ich bin da. Bist du ruhig? Ich bin gerade extrem müde, aber alles gut. Und angeln. Da kann ich dir nur zustimmen. Also ich bin nicht angeln, aber auch ziemlich müde. Wo war das, Sepp? Gehört da rein, wir haben nur keinen mehr. Ich wollte gerade sagen, der war doch hier drin, aber da war keiner. Eben. So. Und Quarz gehört da auch nicht rein. Quarz gehört in die Feuerungskiste. So. Feierabend, würde ich mal sagen. Feierabend, ja. Farm ist sauber. Farm ist ordentlich, ja. Das ist sehr gut. Maybe you should stay home today, okay. Ich meine, wir werden auch später mehr Geld bekommen, wenn wir zum Beispiel ein Schweine endlich mal haben und die uns mögen. Also so 2 Wochen später oder so. Ja, das ist der Plan für diese Jahreszeit gerade. Schweine und Hasenzucht aufzubauen und alles andere abzubauen. Mhm. Zumindest für die ersten beiden Ställe. Und da kann man immer noch überlegen, ob man was anderes machen möchte. Na, ich finde tatsächlich, wenn wir uns so irgendwann diese automatische Maschine holen, dann kann man auch Ziegen oder so halten, weil Ziegenmilch und Ziegenkäse dann halt viel bringt. Wenn man die halt nicht immer selber melken muss, ist das echt gut. Ja, aber selber melken bringt halt auch viele Erfahrungspunkte. So, pro. Ja, aber ich brauche zum Beispiel die nicht mehr, weil ich bin auf Level 10. Also wenn du, sobald man halt auf Level 10 ist, dann braucht man das dann halt nicht mehr. Ja, und auch wenn man auf Level 10 kommen will, ist es sehr wenig Erfahrungspunkte. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, dass du die Felder dieses Jahr erntest. Ja. Ich glaube, du bekommst ziemlich viel. Verdammt. Den nehmen wir da weg und pflanzen ihn dahin. Hier ist nämlich eine kleine Blume dran. Da müssen wir bei der Ernte aufpassen. Ja, unser Feld ist etwas größer, als wir es gerade brauchen, aber wenn wir genug Geld haben, können wir im Herbst dann richtig ausrasten. Moment, haben wir schon eine Ziege? Ich glaube. Wo? Vielleicht haben wir auch keine Ziege. Wir haben keine Ziege, wir haben es nämlich ohne Ziege hingekriegt, glaube ich. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir eine Ziege hätten, ich habe nur gesagt, dass es ganz praktisch wäre, wenn wir. Ja, ich war aber der Meinung, dass wir Ziegen haben, deswegen war ich gerade etwas verwirrt, dass wir keine Ziegen haben. Ich meine, wir können ja dann auch noch eure Häuser zum Beispiel ausbauen oder so später mal. Ja. Wir kriegen das Geld schon los, so ist nicht. Das eine Haus können wir dann irgendwie in die Ecke schieben und ihr zieht dann das andere raus, weil dann habt ihr ein Doppelbett. Ja. Ja. Ah, bumm. Und wir können auch eventuell irgendwann mal den Stall upgraden. Ja, also heute nicht und morgen nicht gleich, aber ja. Jo. Und einen haben wir schon upgraded. Das sind 20.000, was wir brauchen. Ja, ich werde mal gucken, dass ich viel Sammelerfahrung noch bekomme, damit ich auf Sammeln Stufe 10 bekomme. Um die beste Fähigkeit dafür zu nehmen. Ich finde, bei Sammeln lohnt sich eigentlich nur ein Weg, weil Holz mehr Verkauf und dann irgendwie Harze sind mehr wert. Das lohnt sich nicht wirklich. Finde ich. Ja. Wobei, andererseits, wenn man dieses Holzding nimmt und nicht den Sirup-Meister, sondern diese andere Sache, dann findet man halt beim normalen Holzhacken Hartholz und das ist auch ziemlich cool. Da kann man normalen Hacken Hartholz finden? Das ist der andere Skilltree. Ah ja. Aber wir haben 400 Hartholz. Das ist nicht viel, du. Wenn wir für 4 Spieler jeweils ein Dings bauen wollen. Ja, aber es ist halt schon eine Menge.
Ich hatte nur einmal eine übermäßige Menge an Hartholz und das war, als ich auf meiner Waldfarm gespielt habe. Ja, da kriegt man auch jeden Tag nochmal 16 Stück oder sowas, ne? Ja. Was halt auch jeden Tag, ohne weit laufen zu müssen, 200 Erfahrungspunkte sind fürs Sammeln. Weshalb ich dort auch am schnellsten auf dem Level 10 war. Ich fahr mal in die Wüste. Das Geld kriegen wir ja locker wieder rein durch das Tierzeug und wenn ich in der Wüste was finde. Ich will gucken, ob der Fahrstuhl steht bei mir. Mach das. Oh, und du könntest gucken, was sie für den... Ah, verdammt. Ich geh mal schauen. Geh noch nicht aus der Wüste raus, sonst vielleicht mache ich noch schnell Geld. Gucke mal, was sie verkauft. Ich bin unterwegs, warte. Sie verkauft. Hi. Kaktus-Seeds, Indoors. Rhabarber für Frühling. Rhabarber. Wie viel kostet Rhabarber? Der Rhabarber? 100 pro Seed. Suki? Ja? Wo bist du gerade? Bei der Mine. Ah, okay, das heißt, ich gehe schnell in die Stadt. Ich gehe mal schnell in die Stadt. Ich würde gerne, dass du 8 Rhabarber mitbringst. Das heißt, ich werde gucken, dass ich noch 200 schnell bekomme. Da müsstest du kurz warten, ne, Mavi? Ja, ja. Chill du in der Wüste oder so. Ja, ich gehe mal hier runter rumgucken. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Sachen, die ich mitnehmen kann. Zum Beispiel das Zeug da. Ich fände es super gut, wenn man Crabholz einfach nicht mitnehmen könnte, wenn man da also das Auslernen auf einen anderen Knopf hätte. Es gibt ja nur schon 2 Aktivknöpfe. Wenn ich Mittwochsruhetag, ach. Wenn ich die Kaktusfrüchte hier alles verkaufen könnte, direkt, dann würde ich halt genug Geld haben schon. Kannst du die nicht bei Sandy verkaufen? Nein, habe ich probiert. Sandy, wenn nichts kaufen, was bei ihr direkt vor der Tür liegt. Ich habe den Fahrstuhl bei mir übrigens. Sehr gut. Wie weit kommst du runter? 15. Krass. Momentan. Der will auch nichts haben. Dem kann ich auch nichts verkaufen. Ich könnte Fische verkaufen gehen, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Meinst du, es sind 300? Wahrscheinlich eher nicht. Hab ich schon wieder schlechtes Glück? Ja, ich habe schlechtes Glück. Ich vergehe wieder aus der Mine raus. Da waren schon wieder 5 von diesen Drachen, die da rumflogen. Serpents, ja. Ich werde nicht sterben, habe ich mir vorgenommen. Du kannst, wenn du willst, zurückkommen. Das bringt gerade eh nichts, weil Pierre hat heute Ruhetag. Ich kann nichts bei Pierre verkaufen. Oh, das war doch so viel. Dann kannst du doch noch einkaufen gehen. Das war jetzt zu spät. Eine Sekunde zu spät. Nein! Ich wusste nicht, dass Suki so viel Geld mitbringt. Das war jetzt eine Sekunde zu spät. Aber dann müssen wir morgen fahren. Bis dahin haben wir auch genug Geld. Ich werde mal das Ganze... Ich hab auch eine Menge Zeug vom Farming. Moment, welchen Farming-Skill hast du genommen? Fox? Farming? Ja. Da habe ich... Ackerbauer, 10% Mehrwert. Ja. Und dann auf Stufe 10 natürlich Handwerker. Damit die selbstgemachten Produkte Mehrwert sind? Ja, Wein, Käse, Öl etc. sind 40% Mehrwert. Ja, dann würde ich mal sagen, du kommst jetzt zum Tierstall, schnappst dir den Käse und die Mayonnaise und verkaufst die. Wenn ich schon die ganze Zeit das mache und die ganze Zeit das Zeug verkaufe und du die ganze Zeit 50% mehr kriegst dafür. 40, bitteschön, ja. Selbst dann würde sich das noch lohnen. Ja. Rate mal, wer eine Krabbenreuse eingesammelt hat, weil er was ausprobieren wollte. Ich geh schon mal. Du weißt, wo du es hinpacken musst. Ja. Diesmal war es aber so halbwegs Absicht, weil es ein Versuch war. Ein Versuch? Ich habe geguckt, ob ich es mit der Maus machen kann, ohne es aufzulesen. Normalerweise geht es, wenn du Bait in der Hand hast. Und rechtsklick machst, kannst du... Also, die Taste, die auf der Controller ist, kannst du nicht einsammeln, weil er versucht die ganze Zeit Bait reinzulegen und das nicht geht, weil da schon Bait drin ist. Weil das nicht geht, wegen dem Bait. Warum sagst du das nicht eher? Ich habe übrigens nur einen zweiten eingesammelt, aber der zweite war nicht mit Absicht. Naja. Kennst mich. Ich meine, du könntest einfach Fischer als Proficiency nehmen oder wer es nicht kommt, um mehr Geld aus Fischen rauszuholen. Weil die Crabpots habe ich ja jetzt schon gelegt. Stimmt, das wäre schlau gewesen.
Das hab ich genommen. Deswegen kriegst du so viel Geld für die Fische. Richtig. So, das heißt, ich verkaufe alle Tierprodukte. Und so. Na, alle Artischenprodukte. Artisan, ja. Und Suki verkauft alle Fischprodukte. Ich verkaufe nichts. Du kannst deine Seele dem Teufel verkaufen, der freut sich. Aber die hab ich doch schon. Man kann sagen, ich hab meine Seele doch schon verkauft. Tja, vielleicht bist du ja. Die Frage ist, was hast du dafür bekommen? Suki. Und ist Suki jetzt der Teufel? Ich hab nicht gesagt, dass ich den Teufel verkauft habe. Ja, aber. Ich hab nur böse gelacht. Das muss nichts heißen. Naja, weiß ich nicht. Also wenn Leute böse lachen, kriege ich immer Angst. Oh. So. Verkaufen, nicht verkaufen, Kiste. Und die Kiste. Met, Handwerkswaren. Können wir auch verkaufen, brauchen wir eh nicht. Ich baue jetzt noch eine Eierpresse, weil wir zwei Viecher haben und mich das nervt, dass die ganze Zeit Eier übrig bleiben. Verständlicherweise. So. Ich meine, wir werden sie nicht mehr lange brauchen wahrscheinlich, wenn wir das Geld haben und nicht alles auf Häschen und Schweinchen umstelle. Aber jetzt habe ich sie erstmal. Thermalstiefel kommen auch nicht dahin. Ich glaube, ihr habt auch nichts gegen Pferdemayonnaise. Enten. Pferdemayonnaise. Wir nehmen einfach Pferdeeier und quetschen sich so lange aus. Okay, es reicht. Es reicht. Rafi. So, ich gehe schlafen. Mir reicht's. Ich gehe auch gleich schlafen. Einen Moment. Ich gehe auch gleich schlafen. Aber erst verkaufe ich noch meine Fische. Mach das. Verkauf deine Fische. So. Morgen ist Mittwoch. Morgen ist? Also so im reellen Leben. Nee, Donnerstag. Ja. Ja. Morgen ist Donnerstag. Heute ist Mittwoch, glaubt's. Ich glaube, Fox extra stop working. Ja. So, wir haben durch die Hofarbeit ja doch einiges gemacht. Durch Käse, Mayonnaise und Met. Hast du jetzt Met? Da profitieren wir so ein bisschen von dem, dass ich mehr Geld kriege. Sammeln haben wir ein bisschen was gemacht. Fischen, naja, abgesehen davon, dass Suki sowieso schon irgendwie am Tag zuvor einen Haufen Kohle gemacht hat. Oder nee, das war an diesem Tag, oder? Ich weiß es nicht. Warum? Suki, höre ich nicht? Was Warum ist los? Höre ich euch nicht mehr? Ist mein Weil wir nichts sagen, vielleicht. Ah, ich habe euch was gefragt und ihr habt nichts gesagt. Wir haben geantwortet, aber du hast uns ignoriert. Nee, das habe ich nicht gehört. Ich sag, ach, das war mein Kabel. Das ist wahrscheinlich vom Kabel, vom Dickkopfhörer. Ah, Fox. Auf jeden Fall war das irgendwie an irgendeinem Tag, gab es Geld und so weiter. Und jetzt haben wir noch mehr Geld bekommen. Und deswegen würde ich sagen, war es das für heute erstmal. Mit Stardew Valley. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.